Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, der Grupper geht hier in den Endspurt. Während der hier noch ein bisschen zugange ist, werden wir mal ganz kurz gucken. Wir sind hier soweit überall gut dabei. Das Feld 7 ist jetzt erntereif. Das heißt, da müssen wir auch bald loslegen. Vorher möchte ich aber erst noch hier das Feld fertig düngen, dass wir hier auf alle Fälle das Ganze durchhaben und entsprechend erledigt ist. Dann kümmern wir uns um das Feld 7, wie gesagt. Das können wir dann schon mal starten. Da können wir dann noch gleich schauen, was wir da mit anstellen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Ich muss gleich nochmal wegen den Versatzstufen gucken. Von hier sehe ich das ganz schwach nur. Okay, wenn ich das richtig sehe, können wir hier aber gleich einsehen. Das dürfte also kein Problem sein. Moment, genau, da will ich jetzt mal ganz sicher gehen. Ich mache das mal anders. Ich gucke gerade mal von hier aus. Ja, da ist die Wachstumsstufe schon drin. Das ist perfekt. Gut, dann setzen wir erstmal hier den Kameraden des Kartoffellegens an. Mit unserem neuen Traktor, mit unserer Pflegebereifung. Ja, sieht ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ganz ehrlich gesagt, mit diesen schmalen kleinen Reifen. Aber nun gut, ist ja kein Problem. Dafür sind es schließlich Pflegereifen. Und das soll ja auch entsprechend irgendwo, ja, einen Zweck haben. So, was noch einen Zweck hat, ist, dass wir jetzt hier weiter düngen, damit wir nämlich durchkommen. Und dann können wir uns nämlich gleich um das Feld 7, wie gesagt, kümmern. Ich denke mal, heute kriegen wir da einiges gebacken. Im Feld 7 müssen wir dann entsprechend ja auch wieder eine Versatzstufe warten mit der Feldgruppe 6, 8 und 9, dann Dito. Und wenn das dann erledigt ist, dann haben wir auch wieder unseren kompletten Versatz drin. Von daher sind wir dann entsprechend wieder da, wo wir eigentlich mal waren und wieder hinwollen. So, hier, das sieht gut aus. Gruppe ist gut zugange. Ups, da sind wir gerade über eine Ameise drüber gesprungen. Okay, da hinten läuft der Kartoffelleger irgendwo rum. Ah, da ist er unterwegs, da sieht man es auch. Gruppe ist auch gut dabei. Ja, wunderbar. Also, wir sind gut im Zeitplan hier. Vom Düngen ist es auch optimal. Da tanken wir dann nur gleich die Feldspritze wieder fürs nächste Mal nach. Ihr wisst ja, ich bin da ganz gern vorbereitet. Möchte da nämlich nicht, wenn es dann zur Arbeit geht, erst alles auftanken und loslegen. Ich bin einer, der das eigentlich immer ganz gerne so hat. Wobei ich glaube, in der Wirklichkeit die echten Landwirte, da können mal die Profis unter euch da mal reinschreiben. Ich weiß nicht, also wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Gerät habe, ich glaube, ich mache das dann lieber leer, spüle das aus, mache das sauber und stelle es wahrscheinlich nicht vollgetankt hin, sondern füllt es, glaube ich, dann doch erst auf, bevor es dann auf die Arbeit geht. Weil in Wirklichkeit lässt man natürlich den Dünger in so einer Feldspritze nicht jetzt über mehrere Wochen im Prinzip dann da drin, bis man dann wieder braucht, sondern es wird dann neuer Dünger angerührt oder zusammengemischt und dann einfach abgefüllt. So mein Verständnis über die Sache. Falls ich mich da irre, sagt mir dann nochmal Bescheid. Aber so würde ich das dann machen. So, und der Grupper ist jetzt in der vorletzten Spur gleich. Wir sind sozusagen, wenn alles gut läuft, schon in der letzten Spur. Bei der Arbeitsbreite könnte das sogar hinhauen. Und ihr seht, wir haben jetzt gerade mal zwei Drittel von der Feldspritze verbraucht. Aber ist natürlich deutlich besser, als wenn wir jetzt zum Beispiel wie in Westbridge Hills mit Gülle oder mit Mist düngen würden. Weil bei der Feldgröße hier, gut, mit Gülle ging es vielleicht noch mit dem großen Garant. Aber da haben wir natürlich auch einen weiten Fahrweg von der Kuhweide bis hier hoch. Und zum zweiten mit 50 Kühen haben wir da natürlich noch nicht viel Gülle. Und ja, mit dem Mistwagen, ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen mehr Arbeit. Zumindest jetzt bei dem groß gebauten Feld hier. So, und hier muss ich jetzt mal gucken, wie wir den am besten anstellen. Ich überlege gerade, ob wir einfach hinter dem jetzt gleich herfahren. Wäre, glaube ich, von der Breite und von der Taktik her die einfachste Variante. Warten wir kurz, bis der gedreht hat. Mit seinem kleinen süßen Farmwolltraktor. Also ich finde den ja so knuffig. Aber cool, dass er das so zieht. Also bin ich echt sowas von positiv überrascht und begeistert. So, und hier gehe ich mal auf die Fahrstufe 1. Ich glaube, das reicht eigentlich. Und ja, wir kriegen es komplett auf die Breite hin. Das sieht schon mal richtig gut aus. Wir können sogar noch ein kleines Stück rüberfahren, damit wir auch da rechts dann nicht zu viele Lücken haben. Bis jetzt passt das gerade so. Naja, das wird eng. Das werden wir nicht komplett hinkriegen. Da muss ich notfalls nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Aber jetzt will ich natürlich lieber die volle Breite ausnutzen. Und schön brav unserem Kollegen des Gruppons hinterherfahren. So, der ist nämlich gleich fertig. Das heißt, den können wir dann auch sozusagen gleich wieder aufräumen. Und ja, die Sämaschine wird eh eine Zeit lang brauchen. Während die dann zugange ist, werden wir uns dann oben erstmal ganz in Ruhe
um das Feld 7 kümmern. Mal gucken, dass wir dann dort zurechtkommen. So, jetzt haben wir gleich ein bisschen. So, müssen wir kurz absteigen. Würde ich sagen, wenn wir erstmal hier den Farmol wegbringen. So. Dann kann der auch schon mal den Gruber zusammenklappen. Den fahren wir weg. Dann haben wir hier auch genug Platz. Werden dann die restlichen kleinen Eckchen mit dem Dünger noch entsprechend bestreuen. Und dann ist das auch vom Tisch. So. Oh, das sieht gut aus. So, und auch hier will ich ja nochmal ins Silo gucken. Körnermais ist immer noch die große Nachfrage. Die bringt uns ja leider nicht viel. Ja, Weizen haben wir natürlich wahnsinnig viel. Kartoffellager auch. Also auch hier wäre ich schon fast der Meinung, wir könnten dann ein bisschen was verkaufen. Haben ja in Westbridge Hills schon festgestellt, dass wir da diese Strategie haben. Oder diese Idee, die der Mekurago gesagt hat. Wenn also sehr viel im Lager ist, ist das Angebot sehr, sehr hoch. Deswegen entwickeln sich die Preise auch nicht so besonders. Und je mehr wir bunkern, umso länger dauert es, bis wir da einen Preis für kriegen würden, wenn überhaupt. Also eigentlich dann im gewissen Sinne totes Kapital. Und wenn man es wieder auf die Realität nimmt, ewig ist das ja auch nicht im Silo haltbar. Von daher denke ich mal, werden wir dann doch das ein oder andere von Weizen und Kartoffeln bei Gelegenheit mal abstoßen. Außerdem kriegen wir dann gutes Geld, da können wir immer was von gebrauchen. Ne? Geld hat den Vorteil, es beruhigt ein bisschen. Und ist auch, glaube ich, ganz hilfreich bei kleinen Neuanschaffungen, Erweiterungen, Verbesserungen oder wie auch immer. So, jetzt gucken wir, dass wir hier einigermaßen sauber reinfahren. Das wäre jetzt fast zu sauber geworden. Mal ein Stückchen rüberfahren. So. Gut, so passt das. Jawohl. Gut, dann wieder ab zu unserem Kollegen des Düngens. Und wenn wir jetzt hier erstmal ein bisschen rumspielen sozusagen. Schon die Fahrstufe 1, dass wir den Streifen fertig haben. Okay, dann fahren wir jetzt mal anders. Mal gerade gucken, wie wir das am besten machen. Machen wir das so quer. Das ging ja eigentlich auch. Ja, fahre ich hier mal Fahrstufe 2. Dann können wir da eigentlich so ein bisschen hier im Zickzack arbeiten. Ich glaube, dafür braucht man nämlich auch weniger Dünger. Das macht man zwar in Wirklichkeit jetzt so nicht. Da wird man dann eher nochmal eine andere Spur ziehen. Ach, ich bin ja auch ein Esel. Warum mache ich das denn nicht anders? Ich klappe den einfach zusammen und fahre dann die Lenkspur. Dann brauche ich nicht über die gesamte Breite. Also zumindest ist das dann von der Optik ein bisschen reeller, weil in Wirklichkeit strahlt er natürlich durch die Seitendüsen trotzdem raus. Also der Verbrauch ist genauso hoch. Aber wir brauchen uns dann keine Sorgen zu machen. Ich brauche mir nur Sorgen zu machen, wenn ich statt der Taste B für Feldspritze einschalte, die Taste N für gar nichts tue, drücke, weil das ist ein bisschen blöd. Aber so kriegen wir das auch hin. Wie gesagt, vom Verbrauch macht es nichts aus. Aber optisch, finde ich, sieht das auch ganz nett aus. Und somit haben wir zumindest das Düngen auch schon abgeschlossen. Zusammengeklappt ist auch schon. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach nur noch hinfahren. Nochmal schnell nachtanken. Und ja, dann geht's nach oben. So, hier gucken wir jetzt mal, wie es mit dem Übergang aussieht. Ob das soweit cool geht oder nicht. Wie ich mir das vorstelle. Ja, das passt eigentlich ziemlich gut. Ja, da bleibt eine Reihe übrig. Ich denke mal, damit können wir leben. Das ist in Ordnung. Und ja, also von dem Punkt war die Feldverbreiterung eigentlich ein voller Erfolg, weil wir doch da mit unseren Maschinen deutlich besser arbeiten können. Wir müssen nicht immer wieder händig nacharbeiten oder ansetzen. So kriegen wir das doch einfacher hin. So. Ja, dann füllen wir den auf hier. Mal ein bisschen weit weg, weil ich nur ein bisschen ängstlich wegen dem eventuellen Berühren. So, hier füllen wir auf. Jetzt gucken wir erstmal schnell. So, da wollte ich mal gerade gucken. Da hatten wir den Raps draufgesetzt. Genau, und Raps haben wir gar keine Probleme mit. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal hier unseren Mähdrescher. Ich musste jetzt nochmal gucken, weil es jetzt doch schon eine Zeit lang her, so, also von der realen Zeit her, als ich das letzte Mal geerntet habe. Deswegen war ich mir nicht mehr 100% sicher, ob wir das Rapsfeld schon fest hatten oder nicht, aber ja, hatten wir. Jetzt gerade am Überlegen, da gucken wir gleich nochmal, wie der Rapspreis ist, ob wir eventuell sogar die Chance nutzen, das Ganze dann gleich hier oben verkaufen. Weil, kann höchstens nochmal ins Silo reingucken, wie sieht es da mit unserem Raps aus? Naja, da haben wir 140.000 Liter. Also das sind eigentlich, ist eigentlich unsere Reserve mit da. Also können wir da vom Grundprinzip ohne Schwierigkeiten dann sagen, wir werden das direkt hier oben verkaufen. Würde ich jetzt mal so einfach festlegen. Denn
Dann können wir ein bisschen Geld machen. Wie gesagt, Reserve für eine große Nachfrage haben wir. Und ich bin auch dafür, dass wir uns für die Zukunft jetzt nicht unbedingt so Riesenmengen mehr ansammeln. Sondern wenn der Preis jetzt nicht absolut gerade mies im Keller ist, dann doch hingehen und sagen, wir verkaufen das dann gleich. So, dass wir für eine große Nachfrage aber zumindest dann nochmal zwei LKWs voll hätten sozusagen. So, hier klappen wir mal zusammen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen. Wir haben ja noch die Sache, dass wir da etwas drauf achten müssen, dass wir mit dem Verkehr nicht in Berührung kommen, unnötig. So, deswegen will ich mal gucken, dass wir hier vielleicht von der Stirnseite schon mal gleich anfangen. Da geht es nämlich schon los, da kommen die ersten Autos. Und das will ich natürlich vermeiden. Deswegen gerade mal hier unten eine runter. Entsprechend starten. Können wir den Helfer reinsetzen, der kann ja die Runde schnell abziehen. Das Gute bei Raps ist ja das geringe Volumen. Das heißt, da haben wir nicht so schnell ein Problem mit. So, und das geht auch relativ zügig, das heißt, das passt auch. Gut, der Kartoffelleger ist noch dran, klar, der wird er wahrscheinlich noch eine Zeit lang brauchen, denke ich mal. So, und jetzt müssen wir allerdings dann nur, wenn wir hier oben geerntet haben, ein bisschen warten, dass eine Versatzstufe durchläuft. Das heißt, das können wir auch erst nach der Kartoffelernte loslegen lassen, nach der Einsaat. Denn sonst haben wir ja hier wieder zwei Felder, die gleichzeitig laufen. Das wollen wir ja nicht. So, nehmen wir hier den Helfer erstmal wieder raus. Und hier erstmal gleich drehen. Wenn wir das so hinkriegen. Oder habe ich dann, na, muss ich nochmal rangieren. Aber lieber einmal mehr rangiert und dafür ist gut. Weil oben will ich nämlich zum Drehen auch die Querspur entsprechend nochmal starten. Dass wir da keine Probleme kriegen. So, wenn wir dann oben sind, machen wir noch auf der anderen Seite die Fuhre runter. Und dann sollte das passen. So, während der jetzt da hochfährt, gucken wir schon mal nach einem passenden... Wo ist denn Fahrzeug? Wo ist denn mein... Ach, den habe ich ja noch hier unten. Oh Gott, den muss ich ja noch hochfahren. Ha, habe ich wieder geschludert. Habe ja gar nicht dran gedacht, dass ich den Kipper hier unten zum Ausleeren hatte. Das heißt, den müssen wir natürlich erstmal wieder nach oben bringen. So, fahren wir den schnell hoch. Jetzt lasse ich mal einfach den Case oben weiterlaufen. Vielleicht haben wir Glück und der kann sogar drehen, dass er da in dem Punkt jetzt erstmal noch gar nicht im Verkehr Probleme kriegt. So, hier... Das sieht auch schick aus. Der ist auch gut dabei. Da unten kommt gerade die Kartoffellegemaschine. Die hat eben gedreht. Das sieht super aus. Das heißt also, die kommt hier von der gesamten Fläche auch so langsam voran. Ich denke mal, das könnte morgen fertig werden. Und wir, wie gesagt, schauen jetzt erstmal, dass wir hier hochkommen. Denn wir müssen auch gleich wahrscheinlich schon zum ersten Mal wieder unseren Case abtanken. Guck mal, ich auch wieder von hier fahren. Ist ja eigentlich auch immer eine schöne Perspektive. Macht schon Laune. Man gewöhnt sich auch sehr schnell dran, sag ich mal. Außer halt beim Rückwärtsfahren, da ist es wirklich schwierig. Wie gesagt, ich habe es jetzt im Urlaub auch gemerkt, wenn ich da einen großen Ladewagen mit 44 Kubik hinten dran habe, ja, dann ist das Rückwärtsfahren nicht ganz so einfach. Obwohl in Realität, also wenn er leer ist, hat man den Vorteil, man kann so durch die Streben ein bisschen durchlunsen. Auch wenn hinten die Heckabdeckung zu ist. Weil dann sieht man immer noch so ungefähr, ob da jetzt direkt was im Weg ist oder nicht. Ansonsten hat man die Außenspiegel oder man muss eben, je nachdem wie man einlenkt, auf die gegenüberliegende Seite gucken. Das hilft dann auch unheimlich. Also man braucht jedenfalls sehr, sehr gutes Augenmaß, wenn man nicht geübt da drin ist. Ansonsten, wenn man das drauf hat, ist das, glaube ich, dann doch deutlich einfacher. So, und jetzt, da drüben ist er. Er fährt also retour, das ist okay. So, dann lassen wir den auch so fahren erstmal. Dann haben wir hier nämlich schon mal einen ganz schönen Streifen weg. Gut, dann schnappen wir uns aber unseren Kipper und fahren dann doch schon mal dem Kleinen entgegen, denn der ist jetzt gleich bei 80%. So, dann werden wir das mal so machen, dass wir hier mal auf den Grünstreifen flitzen. Und dann werden wir von unten sozusagen dem Mähdrescher mal entgegenwalzen. Bin schon gerade am Überlegen, das könnten wir sogar noch gescheiter machen, wenn ich mir das richtig so ansehe. Da hinten müssen wir sowieso noch mal ansetzen. Ja, das probieren wir auch mal. Ich spurte mal schnell darüber. Versuche ich nämlich mal was. Ich hoffe nur, dass ich jetzt, dass der das noch schafft hier. 98, 99, komm, mach die Reihe fertig. Jawohl, Dankeschön. Genau das wollte ich noch sehen. Das ist perfekt. Weil, dann können wir nämlich jetzt hier rüberfahren.
können den noch schnell leer machen. Und morgen setzen wir den auf der gegenüberliegenden Feldseite einfach an. Da haben wir ja diesen kleinen Überstand noch und den können wir entsprechend damit dann umgehen. Weil wenn wir dann da hochfahren und auf der anderen Seite runter, dann haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Somit haben wir jetzt aber auch schon mal die erste Fuhre drin. Hat er schon einiges im Prinzip da drüben weggenommen. Also das ging schon mal ganz cool. Von dem Punkt kein Problem. Während der abtankt, kümmern wir uns hier schon mal um den Kartoffellecker. Gucken wir gerade mal. Zum Glück ist das ja schon der etwas größere mit 6 Reihen. Ansonsten würde das ja noch länger dauern. So, ist nur schade, dass er hier immer so ein bisschen diese Ansätze hat. Aber okay, da können wir jetzt leider nichts machen. Und so viele Kartoffeln sind es nicht. Außerdem, wir haben das Lager voll mit Kartoffeln. Ich denke mal, das wird kein Problem. So, das heißt, wir schalten hier aber schon mal aus. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Ne, zu dem wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch zu dem Freund der Volksmusik hier. So, das heißt, wir fahren erstmal noch ein Eckel vor. So, und werden jetzt mal das Rohr einklappen. Und dann schauen wir mal, dass wir für morgen hier den richtigen Ansatzpunkt finden. Oh, da kommt ein Auto. Muss jetzt doch ein bisschen ins Feld reinfahren. So, und der richtige Ansatzpunkt für morgen wird einfach hier drüben sein. Da kann er nämlich einmal hochfahren und dann gleich wieder runter. So, weil dann schafft er das nämlich in einer Runde und dann dürfte es auch verkehrtechnisch kein Problem geben. Ja, und für heute war's das. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. In diesem Sinne, bis morgen. Servus und tschüss.